Das ist übrigens meine Lieblingspflanze, die du gerade hattest. Ja, ich finde die auch ziemlich cool. Sieht auch optisch sehr cool aus und hat gerade von unten rote Blätter. Ja, das ist quasi, das ist eine Calathea. Das sind quasi Pflanzen, die eigentlich im Regenwald ursprünglich vorkommen. Und das ist immer noch halt so. Wir haben auch gefühlt einen Regenwald. Dass die quasi tagsüber die Blätter unten haben und die nachts hochklappen. Pudersand? Sägesang? Eis. Und ewiges Eis. Richtig gut. Also wenn ihr übrigens sehr, sehr anfängerfreundliche Zimmerpflanzen haben wollt, kann ich euch die Calatheas und die Grünlilien auch nur empfehlen. Die Grünlilien wuchern wie sonst was. Die sind super pflegeleicht. So, wer kriegt denn die Sägesang? Oder Sukkulenten halt. Patty. Ich hab eh keine Boden- oder Eisattacken, oder? Ich hab grad den Kühlschrank aus der Küche geklaut. Das ist ungefähr wie meine ganzen Ausrüstungs-Items, die ich habe. Ich habe nur keine Pokémon dafür, weil ich nur Wasser-Pokémon kriege. Nope. Freu ich nicht. Ich weiß, ihr seid alle nicht für den Pflanzentalk hier, aber naja. Die will nix. Die will nur Kuchen. Also das könntest du sein. Ja. Interessant. Bei mir hat sie Steward gesagt und nicht Bedienung. Knuddel, Knuddel! Will die mich auch knuddeln? Jetzt deine beste Knuddelloch-Synchro. Moment. Knuddel, Knuddel! Oh! Oh, schon irgendwie süß! Alternativ habe ich Knuddel! Nein! Mach das weg! Mach wieder den Knuddel liegen, Jan. Nein. So ein aggressives Knuddeln. Es waren keine perfekten Äpfel mehr da. Soll ich noch ein bisschen auf dich warten oder weiter prügeln? Kann das Ding eine Wasserattacke auf dem Level? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber falls doch, ist Chopper wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht. Geh einfach mal weiter. Oben, weil ich glaube, das Außendeck. Du kannst ja trotzdem mal mit den Leuten da reden und gucken. Boah, die haben eh alle nichts mehr zu sagen. Aber irgendjemand will natürlich noch kämpfen. Und es ist eine schöne Aussicht, finde ich. Da auf dem Deck. Mhm. Da hätte es keine Raumhaut mehr, da war ja alles. Ein Tarnhehl. Ah, ich habe ja zum Glück noch einen Dies. Der schon fast Schaden macht. Okay, ich habe nichts gesehen. Was hast du bekommen? Eine TM. Welche? Eine schlechte. Welche? Aromakur. Im Competitive ist das sicher gar nicht mal so blöd. Oder so. Meinst du, Chopper kann gegen das Nincada bestehen? Was will er machen? Nicht kratzen? Ich buddel mich erstmal davon. In dem Schiff. Mhm. So ein Loch in ein Schiff buddeln. Ja. Komme ich im Keller vom Schiff wieder raus. Ich überlege gerade, wie sinnvoll das ist, weil das Boden auf Käfer nicht sehr effektiv. Also nicht sehr effektiv. Oh. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ich glaube, ich gehe dann doch lieber. Übrigens, die Anime-Folgen mit der MSN, die fand ich als Kind immer richtig tense. Also ich fand, die waren eigentlich schon richtig düster. Wo das Schiff dann untergeht. Ja, wo nur noch Ash, Misty, Rocco und Team Rocket an Bord waren und das Schiff quasi gesunken ist. Wo ist eigentlich der Rest hingegangen? Sind die von Bord noch gegangen? Ja, und Ash musste doch noch im letzten Augenblick sein, war das Smetbo gegen Radikal oder so, wieder zurücktauschen, weil er es dann doch nicht behalten wollte, als das Schiff irgendwie schon am Sinken war. Mhm. Und dann sind die irgendwie von Bord gekommen. Und das fand ich als Kind tatsächlich ziemlich heftig. War das auch mit auch deine der ersten Folgen, wo Goldini vorkam, mit der Pornostimme da? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, bei der Folge mit Tentacha und Tentoxa, die kam auch irgendwie um den Dreh, hatte Sepa ein kleines Planschbecken. Ich kann mich erinnern, dass Misty ja ihr Goldini ins Wasser geschickt hat, um zu gucken, ob da irgendwo ein Gang ist, wo sie rauskommen. Und ich meine, da hatte auch Goldini halt ihre Pornostimme schon. Ich muss aber dazu sagen, dass die berühmt-berüchtigte. Dass das für mich tatsächlich mit das schlimmste Szenario ist, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Haus brennt oder meinetwegen hier Schiff sinkt und du bist dann da eingesperrt. Also das ist für mich somit das allerschlimmste Szenario, irgendwo eingesperrt, sondern dann irgendwie zu verbrennen, zu ersticken, abzusaufen oder so.
Es mag auch daran liegen, dass ich heutzutage generell nicht mehr so der größte Fan von engen Räumen bin. Mhm. Ich mochte als Kind schon Röhrenrutschen übrigens nicht, weil ich immer dachte, ich bleib da drin stecken und dann rettet mich keiner und dann sterbe ich da drin. Und dementsprechend... Dramamatsch. Ja, ich habe Angst vor sowas. Warst du unten in der Küche? Nee. Erstmal hier, ne? Genau, die drei Mülleimer rechts. Und dementsprechend ist das halt auch immer so ein Horrorszenario und deswegen war ich mit der MSN halt auch irgendwie so creepy, weil die da ja auch quasi gefangen waren. Die habe ich schon. Oh, schade. Das ist recht legitim. Mhm. Ich glaube, du warst schon besser dran. Ein bisschen. Es gab auch mal einen Film, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, den meine Eltern geguckt haben. Und da wurde auch sowas thematisiert und den fand ich auch irgendwie unglaublich creepy. Als Kind. Das war irgendwie auch so ein Film. Das war so ein Autotunnel. So ein großer. Mhm. Und dann ist der Tunnel irgendwie zusammengekracht vorne und hinten. Und dann der St. Gotthard-Tunnel? Hm? Der St. Gotthard-Tunnel in der Schweiz? Keine Ahnung. Und dann waren da halt noch einige Leute drin in diesem Tunnel und kamen halt nicht mehr raus. Und dann mussten die da auch irgendwie raus und auch teilweise tauchen, weil da irgendwie dann auch Wasser drin stand. Und das fand ich als Kind auch irgendwie unglaublich verstörend. Und der Dogo hat es nicht überlebt. Das war das Allerschlimmste. No! Save the Dogo! Echt mal. Deswegen, das finde ich immer. Übrigens, so. Würstchenbuden-Stories gibt es nur in Christians Anwesenheit. Ich sag nämlich nichts ohne meinen Christian. Du hast mal weggecrittet. Oh no! Nochmal ein bisschen richtig richten. So. Ich meine sogar, um nochmal auf den Anime zurückzukommen, als die dann... Die sind doch dann irgendwie doch noch gerettet worden von der MSN oder irgendwie angespült worden oder die so. Haben sich ja an ihre Wasser-Pokémon geheftet und haben sich dann rausgezogen. Genau. Und die Folge, wo sie da rauskam, hieß, glaube ich, vom Regen in die Traufe. Mhm. Und ich musste meine Mutter erstmal fragen, was das heißt, weil ich war damals, keine Ahnung, 7 oder so und habe das einfach nicht verstanden. Das weiß ich noch ganz genau. Ja gut, ich habe damals auch nicht verstanden, was eine Traufe sein soll. Ich habe erst früher gedacht, das ist irgendwie eine Taufe. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum die das falsch geschrieben haben. Sie haben auch und da habe ich mich gefragt, warum heißt es vom Regen in die Taufe? Das verstehe ich nicht. Sie haben auch gerne bei Paartiteln dann irgendwie Versus gemacht, keine Ahnung, Ash versus Misty oder so. Und ich wusste halt auch nie, was das heißt. Du musst auch immer fragen, was heißt denn VS? Meine Mutter musste alle Folgen mitgucken. Ich weiß aber auch heute nicht, was eine Traufe sein soll. Ich weiß nur, es ist irgendwas Schlechtes. Das ist auch einfach so eine Redewendung, oder nicht? Ja, aber eine Traufe wird ja wohl was sein, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, warum du vom Regen in die Traufe kommen sollst. Ist die Traufe so ein Zwischenstadium? Ich habe keine Ahnung, was eine Traufe ist. Hier war nur der eine Trainer, oder? Der links auch noch. Der da? Ja. Bei der Traufe kommt auch das Wasser von oben. Traufe ist, wenn ein großer Rinnsal von einem Dach oder so runterfließt. Die Wasserrinne am Dach. Ah. Heißt, wenn dir einfach mal so ein riesiger Schwall Wasser auf den Kopf knallt und nicht nur so ein bisschen Regen. Der Sprite von Zwierlicht sieht irgendwie gruselig aus. Aber übrigens zu der Sache mit Taufe kommt auch das Wasser von oben. Bei uns nicht, bei uns wird das Kind in das Wasser reingetaucht. Also im Griechischen. Die Griechen versuchen ihr Kind schon bei der Taufe zu ertränken. Ja. Ich glaube nicht ganz, es wird halt nur, glaube ich, mit dem Unterkörper reingetaucht vor allen anderen, aber ja. Und vielleicht wird so ein bisschen Wasser auf den Kopf noch geschüttet, aber prinzipiell wird das Kind ins Wasser getaucht. Also bei uns trägt man sogar extra so süße kleine Taufkleider. Ja, die kriegt er danach, nachdem er getaucht hat. Dementsprechend wäre das nicht ganz so. Nee, das Kind wird ausgezogen vor allen Leuten. Was? Also ich wurde nicht ausgezogen. Ich hatte ein süßes Kleidchen an. Ja, nee, das ist bei uns so, dass in der Kirche halt quasi vorne, wo auch der Gottesdienst, das ist so eine Taufdingens. Becken. Taufbecken. Und da wird das Kind ausgezogen, reingehalten, vor allen Leuten hochgehalten. Hier, es wird getauft auf den Namen so und so und Ja, da sind aber noch voll viele Leute, weil Griechen haben ja immer 1 Million Verwandten, ne? Ja. Ich würde doch nicht wollen, dass da...
um es jetzt mal ganz direkt zu sagen, dass sich da 200 Leute den Schniedel von meinem Sohn angucken. Aber so läuft das. Nein! So ist es im Griechischen. Nein! Warum? So war das bei mir auch damals. Toll! Schon in Wasser. In geheiligtem Wasser. Mit etwas Öl drin. Keine Ahnung, wahrscheinlich Olivenöl oder so. Also, damit man sich umso griechischer fühlt. Denk nur an den Rivalen da hinten, ne? Nicht, dass du gleich reinrennst. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die ich eigentlich beantworten wollte, als Jan angefangen hat, über irgendwelche ertrunkenen, getauften Kinder zu reden. Ertrunken sind die nicht. Also ich denke, Major Bob wäre heute so unser Ziel. Boah. Ja gut, wenn du im Teenageralter noch dann erst getauft bist, ist es natürlich ein bisschen unangenehmer. Da wirst du dich ja wohl nicht komplett ausziehen. Im Idealfall wahrscheinlich nicht. Wenn ich bedenke, ich wurde getauft, ich glaube, da war ich ein halbes Jahr alt. Da konnte ich auch nichts dagegen sagen. Ich wurde im Januar getauft. Kommt hin, ne? Ich auch. Passt ja bei uns beiden. Ja. Du hast ja schon bald wieder Geburtstag. Ein Mopsi! Du hast ja schon bald wieder Geburtstag. Ich will auch ein Mopsi! Er wurde auch griechisch getauft. Griechisch-orthodox auf dein Taufbecken gepieselt. Geil! Echt wirklich nicht mehr so lange, ne? Was haben wir denn heute? Heute ist der 24. Also 1,5 Wochen. Und 3 für dich. Wir haben beide schon bald Geburtstag. Das könnte mir ganz schön wehtun mit der Frostbeule. Wenn du es nicht schnell genug besiegst, wahrscheinlich schon. Aber guck mal, wie süß es ist. Ich will auch ein Mopsi. Dann fang eins. Ja. Bevor es dich tötet. Gib mir alle Mühe. Boah, perfekt abgeblockt. Das hätte sonst echt gefährlich werden können, jetzt noch mit 1, 2 Frostbeulen. Mhm. Jetzt hat Jan seinen Geburtstag erwähnt, um Geld zu kriegen. Jenny, ich müsste an meinem Geburtstag streamen, um Geld abgreifen zu wollen. Und am besten noch in den Titel reinschreiben, Geburtstagstream. Am besten schon einen Tag vorher. Wir feiern in meinen Geburtstag rein. Genau. Wir fangen einfach direkt am 2. abends an und feiern den ganze Zeit durch. Und streamen die ganze Zeit durch. Und am 3. selbst mache ich dann auch nochmal einen Geburtstagstream. Und wir feiern aus dem Geburtstag auch noch raus. Also ich habe, glaube ich, dieses Jahr auf einem Samstag Geburtstag. Ich könnte sogar tatsächlich an dem Tag einfach regulär streamen. Ja? Gut, bei mir ist es ein Dienstag. Ich könnte streamen. Der hat voll die geilen Pokémon. Ich muss aber nicht. Mal gucken. Wahrscheinlich kommt es eh einfach also darauf an, wie wir die Streamwoche sowieso planen. Das ist ja schon die übernächste Streamwoche. Muss noch mal gucken da, wie wir in der Zeit dann streamen. Wenn halt zufällig dann ein Stream auf den Geburtstag fällt, dann ist es halt so. Mir macht es aber noch besser. Svenja streamt einfach an meinem Geburtstag. Ja. Guckst du gerade, wo Mopsi ist? Ja. Da muss aber schon ein bisschen weiter tiefer gehen bei den 300ern eher. Beziehungsweise bei... Ja doch, bei den 300ern. Müsste Mopsi doch sein. Passt ja an den 400ern da an. Das ist der Geheimdungeon, das ist die Safari-Zone und der Lavandierturm? Oder das Kraftwerk. Oder ich weiß nicht, ob die Höhle dort ist, auch zählt. Aber das da ist Azuria, darunter ist Safronia, darunter ist Orania. Neben Safronia ist Lavandier. Ja, neben Lavandier. Deswegen hätte ich jetzt eher den Lavandia-Turm gesagt, aber... Eine Safari-Zone ist halt kacke. Lavandier-Turm wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil eigentlich gibt es auch gar nicht so eine riesige Auswahl an Pokémon, ne? Nee. Ich habe heute Geburtstag einfach mal 50 Subs spenden. Das sage ich nicht nein zu. Nö. So, ich glaube, ich bin dann soweit fertig. Ihr wisst, was mehr Subs bedeuten. Mehr Steckdosen. Und wenn ihr noch richtig, richtig viel mehr Subs macht, vielleicht auch irgendwann noch mehr Emotes. Aber ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Ich wollte jetzt erstmal überhaupt anfangen, deine normalen Emotes zu überarbeiten. Ja.
So. Svenja hat noch zwei Trainer vor sich, das heißt, ich lehne mich jetzt zurück und gebe ihr ein bisschen Musik. Hallo. Weil man spontan wahrscheinlich jetzt nichts gemerkt hat, weil einfach die Musik im Endeffekt bei beiden die gleiche ist. Das heißt, jede Etage des Turms andere Pokémon gerandomized hat. Weiß ich gar nicht. Nee, Steckdosen brauchen wir auch nicht mehr. Wenn müsste das nächste Spendenziel sein, was wir machen, ist Svenjas Garten. Weil wir müssen ja quasi erst noch den ganzen Garten einmal ausbauen, also diesen ganzen Bereich. Der muss ja quasi noch fertig gemacht werden von der Firma, dass man überhaupt einen Garten drauf machen kann. Die Einfahrt müsste ja noch gemacht werden, das ist ja auch dort ein bisschen Pflanzstreifen und alles Garten. Wir bräuchten noch einen Zaun und alles um den Garten herum. Dementsprechend. Wieso geht es in letzter Zeit so oft über Pflanzen? Ich mag Pflanzen. Pflanzen machen mich glücklich. Wenn du einen Fortnite Stream Week mit Sub-Only Community Plays machst, sind wir nicht mehr so weit von neuen Emotes entfernt. Ich glaube ehrlich gesagt, das würde sich kein Schwein angucken. Pokémon Unite vielleicht. Ich weiß nicht, ich kann MOBAs nichts abgewinnen. Also Fortnite dementsprechend auch nichts. Ich bin ja nicht so der kompetitive Spieler. Also so direkt kompetitiv. Mit anderen oder gegen andere. Splatoon! Ich weiß nicht, was Splatoon ist, einfach dieses Kompetitive nicht. So wirklich. Aber ich mag das, einfach so aus dem Nichts aufzutauchen und dich zu splatten. Ja, ich nicht. Also ich bin ja eher der Typ, der einfärbt bei Splatoon, aber irgendwie laufen mir die Leute immer vor die Airbrush. Oder vor die Heldenwaffe. Dementsprechend das nächste, was wir halt brauchen, ist wirklich Svenjas Garten. Den wir zwar fairerweise dieses Jahr nicht mehr anlegen werden, weil wir erst Ende des Jahres umziehen und naja. Aber so ein Zaun, bisschen Rollrasen, eine Terrasse. Und die Sache ist, wenn ich kompetitiv spiele, dann möchte ich gerne gewinnen. Verlieren ist nämlich blöd. Niemand mag verlieren. Jeder, der sagt, er spielt einfach nur aus Spaß und hat Spaß auch dabei zu verlieren, der lügt. Hast du deswegen irgendwann kein Splatoon mehr mit mir gespielt? Ja, ich habe so oft gegen dich verloren, weil du besser bist als ich. Und jetzt ernsthaft? Das hat mir schon ein bisschen gekratzt. Du bist ja gefühlt jedem Spiel besser als ich. Ja, finde ich auch gut so. Außer Splatoon. Ja. Und das hat dein Ego gekratzt? Nee, nicht mein Ego. Das hat einfach nicht so viel Spaß gemacht. Es macht mehr Spaß zu gewinnen, als zu verlieren. Punkt. Aber wenn ich gewinne, gewinnst du ja irgendwo auch. Ja, nur wenn wir in einem Team spielen, nicht wenn wir gegeneinander spielen. Yay. Yay. Von daher, in Spielen zu spielen, zu gewinnen, ist immer geiler. Dementsprechend darf man einfach nichts ernsthaft spielen. So richtig kompetitiv. Ja, aber auch nur so meins. Weil wenn ich irgendwas richtig ernsthaft kompetitiv spielen möchte, müsste ich Zeit drin investieren. In ein Spiel. Ich habe keinen Bock, so viel Zeit in nur ein Spiel zu packen. Was mich tatsächlich aggressiv macht, sind solche Spiele, wo man gewinnen oder verlieren kann. Und das ist komplett glücksbasierend. So wie Mario Party. Oder Mario Kart. Du kannst noch so... Mario Kart ist irgendwie noch was anderes, weil da hast du irgendwie so ein bisschen Skill vielleicht, aber... Nein. Also, doch, ja. Schon ein bisschen. Aber wenn du einfach absolutes Pech mit den Items hast, kannst du den besten Skill der Welt haben. Du kannst nicht gewinnen. Das schon. Wenn dir blauer Panzer, roter Panzer und Bombe hintereinander kommt. Ja. Aber Mario Party ist halt so 100% random. Da gibt's ja keinen Skill so wirklich. In den Minispielen vielleicht minimal, aber... Ja, das ist das Einzige, was du halt halbwegs beeinflussen kannst, indem du halt dich in den Minispielen gut anstellst, um Geld zu verdienen, um potenziell vielleicht ein bisschen was an Sternen zu holen oder vielleicht am Ende einen Bonusstern zu kriegen. Also ich finde, Mario Party ist sehr glücksbasierend und es ist dann noch ärgerlicher, wenn du da verlierst. Das ist ja auch nur ein Brettspiel. Ja. So. Ich nehme wieder meine Musik und wir können gegen die Rivalen kämpfen. Mhm. Ach, sieh an, Jan und Svenja. Ich wusste, ich würde euch hier treffen. Ach, hat man dich tatsächlich hier eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Sogar eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Okay. Nee, Moment, er hat gesagt in hohem Gras. Versuch dein Glück in hohem Gras. Nicht im hohen Gras? Das ist jetzt nicht das Pokémon, was ich haben wollte. Hast du keine Unlichtattacken? Zählt das? Ja. Damit tötest du ihn. All Might!
Sidon! Naja. Okay. Mew! Vielleicht tötest du ihn damit auch nicht. Endeavor habe ich mir stärker in Erinnerung. Chopper! Und Aoyama. Das hat aber guten Schaden gemacht. Und sein Goal ging daneben. Es ist so von der Animation her. No! Das hat nicht gereicht. Meiner ist schon fast Legend eigentlich. Ja, schon. Der war auch den Ruckzuck gemacht hat. Der hat ja nur Geist-Pokémon. Ja, stimmt. Hat er bei mir jetzt Normal oder Flug? Plus den Starter. Ja, also ja plus Skillia. Der kann ja nichts gegen All Might dann machen. Wenn die nur Geisterattacken haben, wahrscheinlich nicht. Prügler ist quasi die Kraft der Freundschaft. Porygon, okay, bei mir hat er Normal-Pokémon. Oh, aber nee, Porygon. Nicht viel Schaden. Porygon kann auch Psycho-Attacken. Dann bleibe ich mit Patty erstmal drin. Patty hat eigentlich eine gute Spezialverteidigung. Ist Prügler jetzt quasi mein One for All? Immer wir machen auch Yama und Endeavor mit. Und Psywelle. Na ja, gut. Macht auch nicht so sonderlich viel Schaden. Wie viel Trefferquote hat Hyperzahn nochmal? 95? Kann sein. Ja gut, ich sehe auch gerade, warum. Du hast einen richtig schlechten Spezialangriff, ne? Ja. Aber ja, um zu eben nochmal Mario Party. Ich glaube, man kann es so sagen, den Skill, den man in Mario Kart hat, das ist auf der anderen Seite das Glück in Mario Party und umgekehrt. Also das ist hier speziell. Ja. Also Mario Kart ist eigentlich schon ein guter Skill mit leider auch teilweise einem sehr entscheidenden Random-Faktor. Und in Mario Party ist umgekehrt ein sehr hoher Random-Faktor mit manchmal auch entscheidendem Skill, aber jo. Süßer jedes ist Mario so Party übrigens. Gemeine Attacke. Wenn du nicht abschätzen kannst, wie viel Schaden du gleich bekommst. Maximal das anderthalbfache des gegnerischen Levels. Das macht, ich glaube, ein halb bis anderthalb mal so viel, wie das Level ist des Gegners. Okay. Togetic. Da schicke ich mal... Meine Togetic könnte eine Antikkraft, je nachdem, welches Level es hat. Und schicken wir mal Retoga rein. Retoga? Retoga. Ich wollte Revali reinschicken, dann habe ich gedacht, was habe ich gerade nochmal gesagt? Ach ja, Antikraft. Wobei, der auf dem Level auch einfach Metronom machen könnte. Sieht so glücklich aus. Oder Gähner. Also ich mag das Team von Kai hier ehrlich gesagt nicht so. Oh oh. Stärke. Na gut. Gut, dass Togetic keine guten Werte hat, um mit Metronom auch was Ordentliches zu machen. Außer es springt sich jetzt in die Luft oder so, aber ich glaube, selbst dann macht es immer noch nicht genug Schaden. Blizzard! Oh, no, no, no. Okay, aber es wird eh nicht viel Schaden machen. Never mind that. Ich habe ihn noch drin! Kannst ihn noch verwenden. Nein! Da stehen. Pause bis Bob. Ich meine, es ist nicht mehr so lange bis Bob. Aber All Might ist mein stärkstes Pokémon. Ja, nicht für Bob. Ich habe schon Azumarill und Knilz verloren, die super gut waren. Ohne All Might, das tut richtig weh. Also ich war mir ziemlich sicher, dass der Blizzard killen wird. Ich konnte ja nicht wissen, dass ein Blizzard kommt. Nee. Aber wenn du noch so meintest, das macht eh nicht viel Schaden. Es ist nur ein Togetic, das Ding hat keine guten Werte. Wo kam der Schaden her? Die very famous last words. Ich finde das indeed super, wie All Might jetzt nicht mehr trifft. Dadurch, dass Toga weg ist. Ja, der kann sich nicht mehr konzentrieren. Ich meine, ich habe auch noch andere Pokémon, aber je nachdem, was es für eine Arena gewesen wäre, wäre halt All Might... Also wenn es nicht gerade eine Kampfarena gewesen wäre, wäre All Might gegen alles richtig gut gewesen. Was ist mit... Stein oder Stahl? Ja, okay. Kleinigkeiten. Oder Geist? Ich habe einen Prügler. Du hast gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Aber auf jeden Fall wäre Mundtier schon ziemlich mächtig gewesen. Ja. Und das tut jetzt schon ein bisschen weh. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du sollst den alten Mann besuchen. Ciao. Richtig später.
Hallo. Du konntest ja nichts dafür, aber es ist trotzdem ärgerlich. Es geht mir nicht so gut. Hör auf mich zu rubbeln. Ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du einen Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Hier, nimm einfach das hier. Damit bringst du einem deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Yay, wenn du unser Schneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch mal bei den Bäumen um Orania City aus. Endeavor muss jetzt All Mights Platz einnehmen. Oh nein! Passend. Wobei, ich kann mich hier nochmal eben heilen. Ja, auch vor. Können wir nämlich direkt hin. Wobei, nee, wir müssen eh ins Pokémon Center zum Austauschen. Ja. So, dann sind wir hier fertig. Tschüss, MSN. Ist noch nicht weg? So. MSN ist tot. Und ich glaube, Jungblut ist jetzt erst recht so Shoto bei mir. Du brauchst noch einen Shoto in deinem Team. Ja. So. Wen nehmen wir jetzt mit, ist die Frage. So, Toga. Mal kurz Pause nach hier unten. Guck mal, wie gut meine Pokémon sind, die hier unten sind. So. Okay, Osaka. Hat einfach random einen Meisterball dabei. Oops, I guess. Ich nehme den Moment. Pack den mal in den Beutel. Also, ich würde gerne entweder Europe mitnehmen. Mhm. Oder Garados. Mhm. Eventuell könnte ich auch mit Quaps und Papinella leben. Sollen wir erstmal in die Arena gehen und gucken, was für ein Typ es ist? Weiß nicht. Bevor du jetzt irgendwas trainierst und am Ende sagst du dir, okay, ich brauch doch was anderes. Willst du aber vorher noch die Route rechts machen? Das hatten wir gesagt, bis 24 geht er hoch, ne? Mhm. Wir können erstmal alle Trainer umkloppen und dann einmal gucken, in welchem Level wir sind. Du musst nur gucken, ob überhaupt jemand Zerschneider lernen kann. Ah ja. Also Mund hier hätte bestimmt. Ah ja, okay. Würde ich das schon fast einfach Chopper beibringen. Kannst du deine Nase einfach zerschneiden. Joa, bei mir kann es auch jeder. Ich glaube, ich gebe es auch Lady Mord, damit sie mal mehr als eine Angriffsattacke hat. Dann tschüss, Giftpuder. Wenn, dann würde ich eh nur das Schlafpuder behalten wollen. Wenn es sich stacken könnte, das wäre natürlich witzig, aber so. Den packe ich denn dann mal nach vorne. Ich glaube, mit Mio kann ich nicht so viel falsch machen. So, einmal zur Schneider.